So, jetzt, also, dann darf ich nochmal alle recht herzlich begrüßen, allen voran den Markus Reit, Quantum Power Munich. Heute ist quasi, ja, sein letzter Aufschlag hier offiziell. Und dann haben wir nächste Woche noch ein Auditorium zum Thema Energie an sich, so ganzen Vorlesungsreihen schließen die dann auch ab. Und ja, mehr will ich gar nicht sagen, um nicht die Zeit dem Markus wegzunehmen. Auf geht's. Okay, ja, danke. Also guten Abend allerseits. Ja, das ist jetzt eine spannende Situation für mich auch. Also ich möchte mit diesem Vortrag versuchen, in einen Bereich vorzustoßen, in den sich, glaube ich, nicht viele Menschen vorzustoßen wagen. Es geht um den Zusammenhang zwischen Bewusstsein, Energie und einen ersten Gehversuch zu starten, zu definieren, was die Seele sein könnte, wo sie sein könnte und wie sie an den thermodynamischen Körper gebunden ist. Da gibt es einige interessante Informationen dazu, die in den letzten Jahrzehnten gesammelt wurden. Und ich habe das mal versucht, hier so zusammenzutragen und zu einem kohärenten Bild zusammenzusetzen. Und ihr könnt meinen Bildschirm sehen, hier Consciousness-Based Universe. Ja, perfekt. Alles sieht Ah, man gut. okay, alles super. Okay, warte mal, jetzt gehe ich nochmal kurz. Meine Maus. Genau, weil dann bleibt er nämlich hier stehen. Genau, okay, wunderbar. Also, dieser Vortrag besteht aus vier Teilen. Ich möchte kurz etwas über das Wasser erzählen und dann über den quantenkritischen Punkt, beziehungsweise über die quantenkritische Phasentransformation. Und dann in Teil 3 und Teil 4 setze ich alles zusammen. In Teil 3 geht es um Microtubules oder Mikrotubules auf Deutsch. Und das ist ein Röhrchennetzwerk in Neuronen, die Neuronen steuern. Und das Ganze hängt zusammen. Und am Schluss ja, werde ich versuchen zu definieren, was Bewusstsein ist und wie das mit dem Phänomen Energie zusammenhängt. Deshalb fange ich jetzt einfach mal an. Lasst es einfach ganz entspannt auf euch wirken. Es ist so, wenn man weiterkommen will in der Forschung, dann erreicht man manchmal einen Punkt, da muss man was riskieren. Und dieses Risiko gehe ich heute ein, auf die Gefahr hin, dass ich auch fürchterlich falsch liegen kann, bei manchen Ideen. Aber es geht nicht anders. Wenn man mal weitergehen will, muss man einen ersten Vorstoß wagen und dann ja, schaut man einfach, wie sich es entwickelt, was richtig ist, was falsch ist, was kann man weiterentwickeln. Und genau, also dieser Vortrag bitte einfach nur als seinen ersten Gehversuch betrachten in eine neue Domäne. Und ich lasse heute einfach mal meiner Fantasie freien Lauf. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Also, hier Mission Statement, das hatte ich ja auch schon bei meinen anderen Vorträgen. Das brauche ich jetzt nicht länger zu erklären. Wir haben ja dieses mechanische bzw. materielle Weltbild. Und das, ja, wie ich gesagt habe, führt zu einer psychologischen Baseline des Mangels. Und in dieser psychologischen Baseline des Mangels sehe ich die Ursache für viele der großen Probleme, die wir haben, aber auch, wie sich unsere Zivilisation entwickelt hat mit dem Finanzsystem und so weiter, basiert ja auf einer mechanischen Interpretation unserer Welt. Und ich glaube, dass die mechanische Interpretation nur eine Ebene darstellt, eine mögliche Sichtweise. Aber wenn wir wie tiefer gehen, was ich dort sehe, ist ein geistiges Universum, ein bewusstseinsbasiertes Universum. Also worauf ich hinaus möchte, ist, Materie besitzt nicht nur Bewusstsein, sondern es ist Bewusstsein und Ausdruck einer Absicht. Und wie wir das jetzt physikalisch aufarbeiten, darum geht es in diesem Vortrag. Okay, wir fangen an mit dem Wasser. Das sind Auszüge von einem ganz wunderbaren Buch von Professor Gerald Pollack. Das heißt The Fourth Phase of Water, kann ich sehr empfehlen. Und was Gerald Pollack hier vorschlägt, ist, dass es nicht nur drei Phasen des Wassers gibt, also Eis, fest, flüssig und Dampf, sondern es gibt noch eine vierte Phase, das nennt er EZ. Und EZ steht für Exclusion Zone. Was er damit meint, ist Folgendes. Wenn wir Wasser haben in einem Gefäß und hier ist eine Oberfläche und es ist eine wasserliebende Oberfläche,
dann bildet sich in der Nähe, das kann sogar bis zu einem Millimeter breit sein oder dick sein, diese Schicht. Da strukturiert sich das Wasser und das funktioniert so, dass sich die positive Protonen werden abgestoßen, die wandern nach rechts in das Bulkwater, also einfach in das Wasser im Inneren des Glases. Und das negativ geladene, strukturierte Wasser, das ist dieses Exclusion Zone Water, bleibt hier an der Oberfläche zurück. Und das ist ein Wasser, das viskoser ist als dieses Bulk Water. Und dieses Exclusion Zone Water besitzt andere Eigenschaften. Zum Beispiel, wenn Wasser gefriert, kurz bevor es gefriert, strukturiert sich das Wasser und dann wandelt sich das Wasser von diesem EZ, also Exclusion Zone Wasser, um in Eis. Das ist also wie eine, ja, ein strukturelle Vorstufe zum Eis. Da gibt es auch ein interessantes Phänomen, wenn Schiffe in der Arktis oder Antarktis unterwegs sind und das Eis ist ganz, es hat Eisberge und das Wasser hat gerade diese Temperatur, gerade an diesem Tipping Point zwischen flüssig und fest, dann fahren die Schiffe in diesem Easy Wasser, in diesem Exclusion Zone Wasser und es ist bekannt, dass Schiffe haben es schwerer zu navigieren, weil das Wasser viskoser ist. Diesen Effekt gibt es auch bei Röhrchen, was er hier gemacht hat. Ein Versuch, ein wasserliebendes Material, das ist hier in dem Fall Nafion, einfach in ein Wasserbad legen und den Wasserstrom einmal kurz anschieben in eine bestimmte Richtung. Und was dann passiert ist, dieser Wasserstrom läuft weiter. Das heißt, dieses Röhrchen ist eine Pumpe ohne irgendeinen Propeller, ohne gar nichts. Und es liegt daran, dass sich dieses positiv geladene Wasser, das hier im Inneren, im Zentrum des Röhrchens ist, das möchte sich ausdehnen. Die positiven Ladungen stoßen sich ab und da gibt es eine Abstoßung. Und durch die Abstoßung zieht es dann weiteres Wasser nach aus dem Röhrchen. Und so hat man einen permanenten, schwachen Wasserfluss. Und was Gerald Pollack hier vermutet ist, es gibt nämlich diesen Effekt, wir haben rote Blutkörperchen, die haben einen Durchmesser von 6 bis 7 Mikrometer. Und die quetschen sich durch Mikrogefäße, die einen Durchmesser von 3 bis 5 Mikrometer haben. Also die Gefäße sind kleiner als die roten Blutkörperchen, die werden dann deformiert. Und angeblich ist es so, dass es kein substanziellen Druckunterschied gibt und auch nur eine geringe Reibung. Also und er vermutet, dass dieser Effekt dem Herzen hilft, das Blut durch die Mikrogefäße zu pumpen. Das war, finde ich, ein interessanter Effekt. Bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber es zeigt, dass es hier einfach interessante Effekte im Zusammenhang mit Wasser gibt und vor allem, dass Wasser elektrisch aktiv ist. Es gibt also negativ geladenes Wasser hier an der Innenoberfläche einer wasserliebenden Oberfläche und positives Wasser. Ich habe noch einen anderen Versuch gesehen, wo eine Elektrode hier in dieses EZ, in dieses Exclusion Zone Wasser eingesetzt hat und eine weitere Elektrode hier, also inerte Elektroden, beides Platinelektroden. Und dann einen ganz schwachen Strom im Mikrowatt- oder Nanowatt-Bereich ziehen kann. Und der ist da scheinbar auch über unbestimmte Zeit zu messen. Diese Folie hier, die hatte ich beim letzten Vortrag gezeigt. Ich zeige es nochmal kurz, denn es ist eine ganz wichtige Information hier. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass die Wasserstoff Brückenverbindung zwischen dem Sauerstoff und Wasserstoff beim Wassermolekül. Diese Oszillation wird nicht nur durch thermische Fluktuationen verursacht, sondern auch die Quantenfluktuationen. Hier steht ganz klar, hier das Wasser bei Raumtemperatur, also diese Oszillation, nicht nur durch thermische Fluktuationen, sondern auch durch Quantenfluktuationen verursacht werden. Und hier rechts im Bild stellt er ein Glas Wasser oder eine Flasche Wasser in eine dunkle Umgebung und das Wasser gibt Photonen ab. Das ist also wie eine Taschenlampe.
Mit dem Auge kann man das nicht sehen, aber man kann die Photonenstrahlung messen. Und Jerry Pollock vermutet hier, dass hier thermische Fluktuationen in Licht umgewandelt werden. Ich teile diese Meinung nicht. Ich vermute, dass Quantenfluktuationen hier umgesetzt werden. Ich habe das hier links in der Grafik so dargestellt, dass wir in zwei Universen leben. Wir haben ein thermodynamisches Universum, das setzt sich zusammen aus thermischen, klassischen Fluktuationen. Und bei ganz niedrigen Temperaturen, da werde ich noch was dazu sagen, machen sich die Quantenfluktuationen bemerkbar und Realität verhält sich doch ganz anders bei extrem niedrigen Temperaturen. Und je wärmer man wird, umso thermodynamischer wird die Realität und so umso thermodynamischer verhalten sich auch Materialien. Und jetzt gibt es Materialien, die sind quantenkritisch und also QC, das ist QC steht für Quantum Critical oder quantenkritisch. Und diese Materialien befinden sich nicht bei 0 Kelvin, 0 Kelvin wäre hier unten, und bei Temperaturen oberhalb von 0 Kelvin, das geht bis über die Raumtemperatur bei manchen Materialien, können Quantenfluktuationen das oszillierende Verhalten von Materialien beeinflussen. Und der entscheidende Unterschied zwischen biologischen, lebendigen Systemen und sogenannten toten Systemen ist diese quantenkritische Phasentransformation. Biomoleküle sind exakt auf diese quantenkritische Phasentransformation eingestellt und dadurch zeigen Biomoleküle das Phänomen der Selbstorganisation und dieser quantenkritische Punkt oder quantenkritische Phasentransformation scheint sie lebendig zu machen. Das hier links im Bild, das ist der Erasto Mpemba. Der hat einen ganz interessanten Effekt festgestellt. Das ist ein Mann aus Tansania und der wollte Eiscreme verkaufen. Und dann hat er sich gesagt, naja, wie frieren wir jetzt am günstigsten das Wasser ein? Und da hat er einfach ein Glas kühles Wasser mit ungefähr 25 Grad in den Kühlschrank gestellt und ein Glas heißes Wasser mit einer Temperatur von ungefähr 90 Grad. Und er hat festgestellt, dass das heiße Wasser von 90 Grad Celsius schneller gefriert als das kalte Wasser. Das ist jetzt bekannt als der Mpemba-Effekt. Der wurde immer wieder neu entdeckt, wahrscheinlich weil er immer wieder in Vergessenheit geraten ist, weil aus thermodynamischer Sicht ist es der größte ja, Blödsinn würde man erstmal sagen, den man sich vorstellen kann, weil es macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und ich möchte da jetzt mal einen kleinen ersten Gehversuch starten. Also es gibt ein paar Erklärungen, aber mit denen konnte ich mich nicht anfreunden. Aber mit diesem Bild hier links oben können wir eine Erklärung liefern. Jetzt haben wir hier dieser Keil, dieses Dreieck, das nach oben zeigt, ist unser thermodynamisches Universum. Das fängt bei 0 Kelvin an. Und die Ecke hier oben, wo der quantenkritische Bereich aufhört, ist die Debye-Temperatur. Und was bedeutet die Debye-Temperatur? Stellen wir uns vor, wir haben ein Material bei 0 Kelvin. Und wir wärmen dieses Material auf von 0 Kelvin auf 10 Kelvin. Dann brauche ich eine bestimmte Menge an Energie, an thermischer Energie. Und die Energiemenge, die ich da brauche, ist relativ wenig. Also es ist eine geringe Energie. Warum? Weil Quantenfluktuationen dabei helfen, das Material zu erwärmen. Wenn ich jetzt von 10 Kelvin auf 20 Kelvin gehe, brauche ich ein bisschen mehr thermische Energie, denn jetzt helfen die Quantenfluktuationen im Verhältnis etwas weniger dabei. Und wenn ich jetzt von 20 auf 30 Kelvin gehe, dann brauche ich wieder etwas mehr thermische Energie, weil im Verhältnis helfen die Quantenfluktuationen noch weniger dabei, das Material zu erwärmen. Und irgendwann läuft diese Kurve aus und irgendwann ja, ist dieser zusätzliche Energieinput von den Quantenfluktuationen so gering, dass das keinen Unterschied mehr macht. Das ist so eine Kurve, die läuft dann aus. Und wenn dann diese Obergrenze erreicht ist, dann spricht man von einer Debye-Temperatur. Und bei vielen Materialien liegt die so um die Raumtemperatur, aber es ist ganz unterschiedlich, aber bei vielen Materialien eben auch deutlich über der Raumtemperatur. Und Wasser, wie wir wissen, kann Quantenfluktuationen bei Raumtemperatur aufnehmen und die Quantenfluktuationen helfen dabei, die Oszillation zu verursachen.
So, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ah ja, genau. Jetzt, Wasser bei 25 Grad Celsius scheint so zu sein, dass bei 25 Grad und auch bei 37 Grad, so in dieser Gegend, da scheinen die Quantenfluktuationen mehr dabei oder mehr daran beteiligt zu sein, das Wasser zu erwärmen. Und deshalb ist es schwieriger, dieses Wasser jetzt abzukühlen, weil mehr Quantenfluktuationen daran beteiligt sind, das Wasser bei dieser Temperatur zu halten. Dagegen bei 90 Grad koppelt sich das Wasser von dem Einfluss der Quantenfluktuation mehr ab. Und wenn ich dieses Material jetzt abkühle, dann fällt es quasi durch. Es fällt durch diese Temperatur durch, denn es dauert eine Weile, bei 25 Grad Celsius, bis dieses Wasser die Energie der Quantenfluktuation aufnehmen kann. Und so scheint es einfach durchzusacken. Und das wäre eine mögliche Erklärung, warum 90 Grad heißes Wasser sich schneller und einfacher abkühlen lässt als 25 Grad warmes Wasser. Das hier ist auch ein Bild von Jerry Pollock, The Fourth Phase of Water. Was wir sehen, sind zwei Gläser Wasser. Und in diesen Gläsern sind zwei Elektroden enthalten, die sehen wir nicht. Und auf diesen Elektroden befindet sich eine Spannung von ein paar tausend Volt. Und wenn man das macht, kriecht das Wasser aus beiden Gläsern raus und verbindet sich hier zu einer Brücke. Und diese Brücke kann bis zu 3 Zentimetern breit sein und bildet einfach eine stabile mechanische Brücke. Soll heißen, Wasser im Einfluss eines elektrischen Potenzials kann eine Festigkeit erreichen. Und nicht nur das, es gibt auch, Wasser kann sich auch verbinden zu Protonenleitern, zu elektrischen Drähten einfach in der Flüssigkeit. Das passiert spontan. Und also Wasser hat die merkwürdigsten Eigenschaften. Also elektrische Felder können Wasser eine geometrische Form geben. Es kann dadurch Struktur erzeugt werden. So, und jetzt kommen wir zum mRNA-Faltprozess, wie sich Proteine falten. Das ist ein Phänomen, das mich sehr fasziniert hat. Hier rechts im Bild ist eine Zelle mit Zellkern und die DNA. Die DNA spaltet sich dann auf in diesen mRNA-Strang und der mRNA-Strang wandert nach draußen, außerhalb des Zellkerns. Und dort docken dann Aminosäuren an, die über die Nahrung aufgenommen werden. Und dieser Strang faltet sich dann zusammen zu einem Protein. Und was interessant ist, ist dieser Proteinfaltungsprozess. Es gibt nämlich sehr viele Möglichkeiten, wie er sich zusammenfalten kann. Und die Frage ist, woher kommt die Information, dass sich dieser Strang richtig zusammenfaltet? Und das ist ein Mysterium, es nennt sich das Levental-Paradox. Und ich gebe euch ein Beispiel dafür. Also ein durchschnittliches Protein, das ist jetzt irgendeins mit 90 Aminosäuren, kann sehr viele verschiedene Formen annehmen. Und zwar 10 hoch 90 verschiedene. Also es gibt Aminosäuren, die haben auch 10 hoch 300 verschiedene Varianten, wie sie sich zusammenfalten kann. Nun, was heißt 10 hoch 90? Was ist denn das für eine Zahl? Wir haben 10 hoch 80 Atome in unserem bisher sichtbaren Universum. Das ist also eine unglaublich hohe Anzahl. So, wenn es jetzt nach dem thermodynamischen Zufallsprinzip laufen würde und das Protein sucht sich jetzt durch Probieren die richtige Form, dann würde das sehr lang dauern. Jetzt nehmen wir mal an, das Protein führt 100 Milliarden Experimente pro Sekunde durch. Also 100 Milliarden Varianten pro Sekunde, um sich zusammenzufalten, dann würde das immer noch länger dauern als das bisherige Alter des Universums, bis es richtig zusammengefaltet ist. Und wie lang braucht das Prot ja, die, die, der Strang, um sich richtig zusammenzufalten? Es sind nur 140 Nanosekunden. Nun, das sagt mir, es muss irgendwo eine Matrix vorhanden sein, ein Bauplan,
vorhanden sein, der dem mRNA-Strang sagt, wie er sich richtig zusammenfalten soll. Und die Wasser liegt hier schon, die Antwort liegt hier schon in der Überschrift des Dokumentes, wo ich es her habe. Water solves protein folding problem. Es ist das Wasser, das den Protein sagt, wie sie sich zusammenfalten sollen. Okay, also im Wasser scheint irgendein Plan zu sein. Aber es kommt noch besser. Jetzt falten sich diese Proteine zusammen und diese Proteine können sogenannte flagellare Motoren, das sind eigentlich Elektromotoren. Und hier rechts im Bild sehen wir so ein Motorsystem und diese Motoren bestehen aus grob geschätzt bis zu 70 Millionen Atomen. Und jetzt, also zum einen ist es sehr kompliziert, einen so ein Protein zusammenzufalten, das geht blitzschnell, aber jetzt müssen die Proteine, die ja im Wasser schwimmen, zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort hier zusammengesetzt werden. Und ich gehe jetzt da nicht näher darauf ein, wie das zusammengesetzt wird, aber das Innenleben dieser Flagellan-Motoren sind äußerst komplex. Und die Reihenfolge, wie man das Innenleben, muss ja zuerst aufgebaut werden, dann die Ringe, dann die, ja, es sind keine Kugellager, aber elektrisch oder durch elektromagnetische Abstoßungskräfte sind diese Motoren richtig gelagert und können sich dann drehen mit ungefähr ja, 100.000 Umdrehungen die Sekunde und ihre Rotation auch verändern. Und ja, das ist faszinierend. Und hier gibt es ein Phänomen, nämlich das Phänomen der Irreducible Complexity. Wenn jetzt, das heißt, ich kann die Komplexität dieses Motors nicht reduzieren. Wenn hier ein Bauteil fehlt, dann funktioniert der ganze Motor nicht. Und das sagt mir zumindest, es muss irgendwo ein Bauplan entwickelt worden sein und vorhanden sein, der diese Sachen an die richtige Stelle setzt. Jetzt sagen Thermodynamiker, ja, es gab vorher einfache Flagellan-Motoren, aber das überzeugt mich nicht, weil jeder Motor muss ja wieder neu gebaut werden und die schwimmen in unserem Körper zu Milliarden herum. Und wie werden die zusammengebaut, vor allem in dieser kurzen Zeit? Ich meine, das sind hochkomplexe Strukturen. Und die Moleküle, die den Proteinen sagen, wann sie wo hier wie zusammengesetzt werden sollen, kommen vom Wasser. Das heißt, das Wasser hat ganz offensichtlich einen Zugang zu einem ganz komplexen Bauplan. Und dieser Bauplan sagt diesen Wassermolekülen, wie sie diese Proteine managen sollen und wann welches Molekül wohin geschoben wird. Und hier links, hier steht, ist auch eine Studie, also Wasser ist nicht nur am Proteinfaltungsprozess beteiligt und an der Verbindung dieser Proteine, aber Wasser ist auch daran aktiv beteiligt, Long-Range Water-Mediated Contacts, also Kontakte zu führen, die auf also eine größere Distanz haben. Und da sind also wasserliebende und wasserabweisende Effekte, sind die dominanten Effekte für fast alle biochemischen Prozesse. Und Leben, wie wir es kennen, zumindest so wie wir es hier kennen auf der Erde, beinhaltet ja immer Wasser. Und da stellt sich die Frage, ja, das Wasser scheint hier eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Und wenn Wasser Zugang zu der Domäne der Quantenfluktuation hat, dann ist doch die Vermutung eigentlich nicht mehr weit weg, dass wir sagen, ja, dieser große Bauplan, der existiert in den Quantenfluktuationen, weil in thermischen Fluktuationen existiert er wahrscheinlich nicht, weil ja, thermodynamisch würde sich ja alles sofort entropisieren. Warte mal, jetzt versuche ich mal hier, ich habe hier ein kurzes Video. Jetzt kann ich es aber nicht starten. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das starte. Weil da war unten hier so ein. Nee, tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, wie ich den starte. Ich weiß nicht, Eckhard, hörst du zu? Ich habe hier auf der PowerPoint-Präsentation, ich sehe das hier nicht, da war vorher hier unten noch dieser Start-Button drin. Hast ja, den kann ich jetzt mal den auch Start nicht ist? Sehen. Wie bitte? Den kann ich jetzt auch nicht sehen. Vielleicht ja, mal auf der nächsten Folie schauen.
Warte mal, jetzt ja. Jetzt passiert was. Genau. Jetzt startet dieser Film. Und da wird kurz gezeigt, wie dieser flagellare Motor aufgebaut ist. Also ich glaube, Spermienzellen und andere Zellen haben diese flagellaren Motoren, und dieser Strang, der außen dran ist, wirkt wie ein Propeller, also wie ein Schiffspropeller, und somit bewegen die sich durchs Wasser. Und der Strang, diese Rute, die oben hier auf der rechten Seite zu sehen ist, das besteht aus einem Bündel von Microtubules. Fand ich auch interessant. Und da gibt es, das sind jetzt diese FLIG, das sind diese verschiedenen Ringe, Starterringe. Und was mich beeindruckt, ist, dass so viele Proteine auf eine derart geniale Weise zusammengesetzt werden, dass sowas durch Zufall, also durchs thermodynamische Zufallsprinzip einfach so entsteht, kann ich nicht nachvollziehen. Also da muss ein Geist dahinter stehen, ein Plan, ein Bewusstsein dahinter stehen, das weiß, was es tut. Das sind diese Ionen, die genau. Also, ich ziehe mal folgende Schlüsse hier im Zusammenhang mit Wasser. Wasser kann elektromagnetische Frequenzen absorbieren, und diese beeinflussen diesen frequenzmäßigen Fingerabdruck des Wassers. Und es ist nicht nur elektromagnetische Frequenzen, sondern ich vermute eben auch aus den Quantenfluktuationen. Und dieser frequenzmäßige Fingerabdruck, den das Wasser dann behält, beeinflusst auf signifikante Weise die meisten biochemischen Reaktionen. Deshalb komme ich zum Schluss: Water is running the show. Das heißt, Wasser spielt die Hauptrolle. Also der Bauplan unseres Körpers ist hauptsächlich im Wasser. Und das Wasser hat Zugang zu diesen Quantenfluktuationen, und die anderen Biomoleküle wie die DNA, aber da komme ich gleich noch dazu, die scheinen nur das Instrument darzustellen, wie diese Moleküle strukturiert werden und sich verändern. So, jetzt ist die Frage, die auftaucht: Wie speichert Wasser diesen frequenzmäßigen Fingerabdruck über die Zeit? Denn wenn es nur thermodynamisch wäre, dann müsste sich dieses Signal oder dieser Fingerabdruck verändern und einfach in einen entropischen Zustand übergehen. Das heißt, eine rein thermodynamische oder thermodynamischer Zustand kann das nicht sein. Und wenn ich habe die Vermutung, dass die Quantenfluktuationen dieses Frequenzmuster aufnehmen und behalten, und so speichert das Wasser die Information. Aber die Information ist genau genommen nicht im Wasser gespeichert. Das Wasser ist nur der Zugangscode. Die Information wird gespeichert in der Domäne der Quantenfluktuation, und Wasser hat Zugang zu dieser Domäne der Quantenfluktuation. Genau, und jetzt die andere Frage ist: Wer sagt dem Wasser, wie man diese komplexen Strukturen bauen soll? Und das ist eben, ja, wie gesagt, der Bauplan liegt in den Quantenfluktuationen. So, jetzt kommen wir kurz zum quantenkritischen Punkt, der bei 0 Kelvin existiert. Und dann gibt es diese quantenkritische Phasentransformation, die kann auch bei nicht 0 Kelvin liegen, also bei höheren Temperaturen, eben bis zur Debye-Temperatur. Also legen wir unseren Fokus zunächst mal auf die Grafik hier rechts. Hier unten die X-Achse fängt hier links an mit 0 Kelvin, also am absoluten Nullpunkt. Und in diesem Bereich spielen die thermischen, also klassischen Fluktuationen kaum eine Rolle. Und Realität wird von den Quantenfluktuationen dominiert. Und wenn Realität von den Quantenfluktuationen dominiert wird, dann entsteht oder kann das Phänomen von Superleitfähigkeit, Superfluidität entstehen, und ein sogenanntes Bose-Einstein-Kondensat entstehen. Das ist, wenn Wellenfunktionen von Atomen sich überlagern und ja, ein gemeinsames Schwingungsmuster erfahren. Das zeige ich gleich an einem kurzen Video. Und ja, und jetzt, wenn wir mit der Temperatur raufgehen, gibt es einen Bereich, wo thermische Fluktuation und Quantenfluktuation gleichzeitig wirken. Und dann irgendwo gibt es einen Cut-off. Da sind dann die thermischen, also die Temperatur so hoch, dass die Quantenfluktuationen eigentlich keine Chance mehr haben, da noch irgendwie eine
eine quantenkritische Phasentransformation zu verursachen. Und das wäre dann die Debye-Temperatur. Also ab dann ist das Material dann wirklich nur noch rein klassisch, also rein thermodynamisch zu beschreiben. Und aber für manche Materialien, eben Biomoleküle, gilt bis zur Debye-Temperatur, also so sehe ich es zumindest, lassen sich Biomoleküle eben nicht nur durch die Thermodynamik beschreiben. Wir müssen hier diesen Einfluss der Quantenfluktuation berücksichtigen. Und bei Materialien jetzt bei uns in der freien Energieforschung, wir arbeiten ja mit quantenparaelektrischen Keramiken, das nur nebenbei noch erwähnt, wir arbeiten mit einem mehrphasigen System und Material hat eine Phase 1, wo das Material eine bestimmte Eigenschaft hat. In der Phase 2 kann es andere physikalische Eigenschaften haben. Und wenn die Phase von Phase 1 auf Phase 2 durch die Energie der Quantenfluktuation umgeschaltet wird, dann hat diese Phasentransformation einen anderen Charakter. Wenn sie durch thermische Fluktuation umgeschaltet wird, dann haben wir genau das, was wir kennen aus der Thermodynamik, und es sind keine ungewöhnlichen Effekte zu erwarten. Okay, dann kommen wir, jetzt, das ist ein kurzes Video über, warte mal, jetzt glaube ich, versuche ich das nochmal. So, was wir jetzt hier haben, ist die Temperatur, das sind Gasatome, die werden jetzt abgekühlt. Es wird kälter, kälter und kälter, und je kälter es wird, umso langsamer bewegt sich das Gas, umso langsamer bewegen sich die Atome. Und bei kalten Temperaturen fällt jetzt auf, dass die Wellenfunktion, die breitet sich aus. Diese scheint so, als würden die Atome größer werden und größer werden. Das ganze Gas, die Bewegung wird langsamer, langsamer. Thermischen Fluktuationen verlieren an Einfluss. Die Quantenfluktuationen gewinnen die Oberhand. Und wenn die Quantenfluktuationen die Oberhand gewonnen haben, dann verbindet sich. Das heißt, es gibt einen non-lokalen Charakter in diese Realität. Also was ich mit diesem Video noch zeigen möchte, ist, wenn ein System durch Quantenfluktuation dominiert wird oder beeinflusst wird, dann können sich ganz neue Effekte ergeben. Und Realität kann sich ganz anders verhalten. Und Lebewesen greifen ganz offensichtlich zu auf diese Domäne der Quantenfluktuation. So, jetzt habt ihr vielleicht von einem Phänomen gehört, nennt sich morphische Resonanz. Und der Rupert Sheldrake, der hat ein Phänomen entdeckt, und das Phänomen lässt sich folgendermaßen beschreiben. Und zwar, je öfter ein Prozess auf eine bestimmte Weise stattfindet, umso wahrscheinlicher wird es, dass dieser Prozess wieder auf die gleiche Weise stattfindet. So, und jetzt ist hier unten ein Beispiel vom Aspirin. Und Aspirin wurde aus Salicin entwickelt. Und Salicin ist ein natürlicher Stoff in einer Baumrinde, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht, muss ich im Buch nachschauen. Und auf jeden Fall, diesen Stoff Salicin, den gab es ja schon immer. Den gibt es ja wahrscheinlich seit Millionen von Jahren auf der Erde. Und wenn man Salicin jetzt in Reinform extrahiert und hat das Pulver oder die Flüssigkeit und misst dann die Schmelztemperatur, den MP, den Melting Point, in Grad Celsius. Und das hat man gemacht. Man hat 1902 eine Messung durchgeführt, 1940 und 1996. Und man sieht, der Schmelzpunkt liegt so bei 200 Grad Celsius und der verändert sich auch nicht. Und da würde man doch jetzt sagen, ja, wieso soll sich denn der Schmelzpunkt von einer reinen Substanz eines bestimmten Moleküls verändern? Das ist doch eine feste physikalische Größe. Was soll sich da, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Und interessant ist, es hat sich dann, das Aspirin wurde entdeckt dann, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf jeden Fall, hier sind Messungen von reinem Aspirin 1914, 1932, 1996. Und Aspirin wurde ein Verkaufsschlager. Das heißt, am Anfang gab es diese molekulare Struktur. Das heißt, dieser molekulare, man kann es auch als frequenzmäßigen Fingerabdruck betrachten, den gab es damals noch nicht. So, und jetzt wird dieses Molekül ein Verkaufshit, und Aspirin gibt es überall. Und je mehr es von einem Material gibt auf der Welt, umso mehr programmiert das Molekül
die Domäne der Quantenfluktuation. Das ist meine Vermutung. Und man hat dann ein Imprint, also ein, wie soll ich sagen, einen geometrischen Abdruck, der in die Quantenfluktuation reingedrückt wird. Und je deutlicher dieser Imprint ausgeprägt ist, umso deutlicher wird der Feedback-Effekt auf das Molekül. Und dann verändert das Molekül seine Schmelztemperatur. Und zwar zunächst von hier von 133 Grad Celsius auf 136 und dann auf 140 Grad Celsius. Und da dachte man auch, okay, vielleicht haben die damals nicht so genau gemessen und hatten das Material nicht in Reinform. Das kann ausgeschlossen werden in den Fällen hier. Man konnte schon Anfang des 20. Jahrhunderts und auch im 19. Jahrhundert Stoffe sehr rein herstellen und auch sehr genau messen. Und es gibt etliche Beispiele. Es sind jetzt nur zwei Beispiele, die ich aus seinem Buch in New Science of Life, glaube ich, heißt es, kann ich sehr empfehlen. Ein schöpferisches Universum auf Deutsch ist ein ganz wunderbares Buch und da wird dieses Phänomen an vielen Beispielen dargestellt. Und hier rechts haben wir noch Penicillinamid oder Penicillinic Acid. Penicillinic Acid. Und da blieb die Temperatur auch gleich und dann Penicillinamin, das ist eine moderne Form des Penicillins, da hat sich dann der Schmelzpunkt auch deutlich verändert, also um fast 20 Grad Celsius. Also das ist ja kein Pappenstiel. Und dieses Phänomen gibt es auch bei Tieren. Das wurde auch umfangreich untersucht bei Ratten, die eine bestimmte Aufgabe lösen müssen. Und es gab eine Kontrollgruppe, die physikalisch mit den Ratten nichts zu tun hatte. Und die Ratten haben dann eine bestimmte Zeit gebraucht, bis sie einen bestimmten Vorgang lernen. Und dann hat man festgestellt, dass die Kontrollgruppe, wenn man jetzt der Kontrollgruppe versucht oder die gleiche Aufgabe stellt, dann lernen die diesen Prozess viel schneller. Das heißt, es gibt einen Abdruck von, scheinbar einen geometrischen Abdruck von Atomen und Molekülen, der sich in der Domäne der Quantenfluktuation abdrückt. Und dieser Abdruck bleibt dann in den Quantenfluktuationen erhalten, weil die Domäne der Quantenfluktuation eine superleitende und superfluide Domäne ist. Also nochmal kurz zum quantenkritischen Zustand generell. Quantenkritische Materialien haben Zugang zu Quantenfluktuationen, das ist so. Und deshalb kann man quantenkritische Materialien nur durch die Thermodynamik nicht beschreiben. Da braucht es ein erweitertes, eine erweiterte Modellvorstellung. Ist ja bekannt. Und quantenkritische Materialien wie Biomoleküle können das Phänomen der Selbstorganisation aufzeigen oder manche werden auch superleitfähig, superfluid. Und das Phänomen von Imprint, also Imprint wäre das morphogenetische Feld. Das heißt, die Raumzeit an sich kann programmiert werden. Eine Information gespeichert werden und diese Information wiederum hat einen rückwirkenden oder einen Backacting-Effekt auf materielle Objekte. Und Biomoleküle, diese quantenkritischen Biomoleküle verhalten sich bewusst. Wir haben ja Bewusstsein, Tiere auch. Und sie können tote Moleküle zum Leben erwecken. Also der quantenkritische Punkt oder die quantenkritische Phasentransformation ist eine ganz zentrale Sache, wenn es darum geht, Leben zu ermöglichen. Also, wenn quantenkritische Materialien tote Moleküle zum Leben erwecken können, dann stellt sich die Frage, was ist Bewusstsein? Und was ist Bewusstsein und wo existiert Bewusstsein und wie funktioniert das Ganze? So, jetzt kommen wir zu dem Thema Microtubules. Das ganze Thema bei diesem Vortrag ist ja gar nicht mein Fachbereich, ich mache das nur als Hobby. Und der Grund, weshalb ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin, das war im Januar 2020. Und da lese ich einen Artikel über Microtubules und da stelle ich fest, dass Microtubules eben ein quantenkritisches Molekül ist. Und da fiel es mir dann sofort wie Schuppen von den Augen. Und dann musste ich eigentlich nur die Information zusammensetzen und das Ganze war dann relativ einfach. Was sind Microtubules? Wir haben hier eine Nervenzelle im Gehirn und dieses Axon, das ist die Verbindung zwischen Nervenzellen und diese Microtubules
befinden sich in dem Axon und in dem, ja, in der Nervenzelle. Und die Microtubules sind verantwortlich für den Transport von Materialien, von Stoffen in den Zellen. Sie sind auch dafür zuständig, Zellen auseinanderzuziehen, die sich in der Teilung befinden. Und also es ist ein ganz ja, ist ein komplexes Thema. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, sondern mir geht es nur um einen bestimmten Punkt, wie das mit dem Transfer der Information zu den Quantenfluktuationen aussieht. Also, diese Informationen stammen hauptsächlich von Stuart Hameroff, ein Anästhesist. Und hier links im Bild haben wir ein sogenanntes pyramidales Neuron. Und das sind wir an die Axone, wo elektrische Impulse dann weitergegeben werden zu anderen Gehirnzellen. Und in diesem Neuron gibt es dieses Microtubule-Netzwerk, also bis zu, ich glaube, 10 hoch 9 Microtubules pro Neuron. Also das ist eine sehr hohe Anzahl. Und diese Microtubules haben diese kleinen gelben und blauen Moleküle, das sind diese Tubulin-Moleküle. Und die können ihren Spin-Code verändern. Und je nachdem, wie sie sich ihren Spin-Code verändern, regen diese Microtubules benachbarte Microtubules dazu an, auch ihren Spin-Code zu verändern. Und wenn genügend Microtubules ihren Spin-Code gleichzeitig verändern, dann regen sie das Neuron dazu an, einen elektrischen Impuls in einer bestimmten Richtung abzugeben. Das heißt, wir denken nicht wie ein Computer. Das hat damit gar nichts zu tun. Das Gehirn funktioniert überhaupt nicht wie ein binärer Computer, der aus Transistoren und elektrischen Impulsen hier einfach funktioniert. Ich meine, das ist eine Ebene, aber die Frage ist, woher kommen denn die elektrischen Impulse? Die werden angeregt durch die Microtubules. Die Microtubules vibrieren mit 613 Terahertz in und aus dem quantenkritischen Zustand raus. Das heißt, 613 Milliarden Mal wird pro Microtubule Information aus den Quantenfluktuationen aufgenommen und in die thermodynamische Ebene gebracht. Und dadurch wird der Spin verändert. Und je nachdem, wie sich dann die Spin-Konstellation verhält, wird dann eben das Neuron angeregt. So, und diese Grafik hier, die stammt von Stuart Hameroff. Dieser Text hier rechts, Information Transfer to Quantum Fluctuations, das habe ich geschrieben. Und das ergibt sich aus diesen Informationen von Stuart Hameroff. Das heißt, wenn eine Information aufgenommen wird, übers Auge zum Beispiel, dann wird die Information ja auch, dann führt es auch zur Anregung von manchen Neuronen. Diese Information wird an die Quantenfluktuation übertragen und in den Quantenfluktuationen gibt es etwas, was Stuart Hameroff ein Proto-Consciousness nennt, also ein Proto-Bewusstsein. Proto-Bewusstsein könnte man hier übersetzen mit Vorbewusstsein und dieses Bewusstsein denkt unsere Gedanken vor. Und ja, was sich daraus ergibt, das ist nämlich eine ganz interessante Sache jetzt. Und es ist eine Diskussion, die läuft seit Jahrzehnten, dass wir uns selbst gar nicht denken. Aber da habe ich eine andere Meinung. So, aber jetzt Schritt für Schritt. So, und unser Proto, dieses Vorbewusstsein, verarbeitet Impulse, die wir eben in der Umwelt aufnehmen. Und dann wird Information innerhalb der Quantenfluktuation, also Struktur, erschaffen und diese veränderte Struktur, diese veränderte Information in den Quantenfluktuationen wird wieder zurückübertragen an die Microtubules und über die Microtubules ans Neuron und das Neuron feuert dann die Gehirnzellen ab. Okay, und was ich jetzt damit meine, in der Reihenfolge dazu komme, jetzt gleich bei der nächsten Folie, noch kurz diese Folie. Stuart Hameroff ist ein Anästhesist. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt denn jetzt ausgerechnet ein Anästhesist zur Bewusstseinsforschung. Nun, die Antwort ist ganz naheliegend. Ein Anästhesist versucht, ein Narkosemittel zu entwickeln und dieses Narkosemittel soll erstmal ganz vieles nicht tun. Es soll dich nicht umbringen und es soll dich nicht vergiften, es soll dich auch nicht krank machen, das Herz soll auch nicht stehen bleiben, die Lunge, die Atmung sollte idealerweise weiterlaufen. Also das Narkosemittel soll nichts machen, außer einer einzigen Sache. Und das ist dem Menschen oder dem Tier das Bewusstsein zu nehmen. Und so kam Stuart Hameroff drauf, Moment, wenn die Narkosemittel nur das Bewusstsein nehmen, dann wie funktioniert
Und wo funktionieren diese Narkosemittel? Und da hieß es lange, ja, am synaptischen Spalt, und stellt sich heraus, das scheint nicht so zu sein. Und ja, hier noch ganz interessant, die Narkosemittel wirken in Menschen, in Reptilien, in Insekten und ja in anderen Säugetieren auf die exakt gleiche Weise und in der exakt gleichen Dosis, also pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist also etwas Universelles. Und es gibt, was aufgefällt ist, es gibt eine Amplitude, also die Michael Tullys kann man sich wie Gitarrensaiten vorstellen, die vibrieren. Und es gibt eine Amplitude bei 613 Terahertz, die von allen Narkosemitteln unterdrückt wird. Und wenn diese Amplitude, also dieses Signal von 613 Terahertz, das ist hier im türkisen Lichtbereich, wegfällt, dann werden wir bewusstlos. Das koppelt uns ab von der Seele, also von unserem Proto-Bewusstsein. Und dann sind wir einfach getrennt. Und es gibt hier, das ist jetzt eine Information, die kommt von unserer Forschung mit unseren quantenparallaktischen Keramiken. Unsere Materialien werden auch in diesem Bereich hier, vor allem in diesem roten Bereich, getriggert. Das ist unmittelbar daneben. Und über diese Schiene, also über diesen Frequenzbereich hier, docken wir an die Quantenfluktuation, um einen Energieinput zu erhalten. Und auch interessant, wenn man unsere Keramiken mit einem Signal beeinflusst, das im Ultraviolett-Bereich ist, dann funktioniert es nicht mehr. Dann ist dieser Energieinput von den Quantenfluktuationen weg. Und interessant ist auch, wenn ich Lebewesen mit ultraviolettem Licht bestrahle, sterben sie. So desinfizieren Ärzte ihr Werkzeug durch Ultraviolet Light. Das heißt, wir haben offenbar in diesem Bereich von, ja, sagen wir mal 450 Nanometern aufwärts, haben wir ein Resonanzfenster zu den Quantenfluktuationen, wo Quantenfluktuationen eben einen Informationsinput und Energieinput liefern können. Aber wenn es dann höher geht in den blauen Bereich, dann wird es schwierig. Und ich habe mich manchmal gefragt, wenn man nachts durch die Stadt fährt, und da gibt es doch oft diese Leuchtreklamen, und da gibt es Leuchtreklamen, also es ist dunkel, und dann ist da eine Leuchtreklame in Rot oder Gelb oder Grün, und die sieht man immer scharf. Aber wenn da so eine dunkelblaue Leuchtreklame ist, dann kann man das Auge nicht scharf stellen. Es ist immer blurry. Also irgendwo in diesem blauen Bereich passiert irgendwas, was merkwürdig ist. Und ist das, ja, vielleicht hängt es damit zusammen, dass man in einen Bereich kommt, wo wir ja, wo Realität nicht mehr in Resonanz ist mit den Quantenfluktuationen, wo eigentlich unser eigentlicher Bauplan ist. Und dann hat Stuart Hammer noch erwähnt, dass scheinbar psychoaktive Drogen wie dieses DMT, das ist ein Psychedelikum in diesem südamerikanischen schamanischen Trunk, es nennt sich Ayahuasca, und Psilocybin ist eine ähnliche Substanz. Diese Substanzen scheinen diese Resonanzfrequenz etwas zu erhöhen. Und das ist auch hochinteressant. Also könnte es sein, dass unsere Realität durch eine bestimmte Resonanzfrequenz hier bestimmt wird. Das heißt, unser Bewusstsein liegt eigentlich in den Quantenfluktuationen. Unser thermodynamischer Körper findet einen Zugang über diese Frequenz in diese Realität. Aber was ist denn hier mit den anderen Frequenzen? Gibt es da noch andere Realitäten? Und was so manche Leute berichten, die eben dieses Ayahuasca nehmen, ja, ist ja ein Hinweis darauf, dass es noch andere Wahrnehmungsbereiche gibt. Und ja, diese Zusammenhänge fand ich einfach total interessant. Genau, und jetzt kommen wir zu diesem, schwierigen Thema. Es ist nämlich so, wir können bewusst auf einen Reiz reagieren, bevor wir uns dessen überhaupt bewusst geworden sind. Und dieses Phänomen ist bekannt, also wir haben hier irgendwo sind die Augen, ein Signal kommt über die Augen in unser Gehirn, dann wird es hier verarbeitet in einem ersten Impuls im Thalamus, und dann gibt es eine Aktivierung der Gehirnzellen, eine ersten Welle, dann gibt es eine zweite Welle und eine dritte Welle, und es dauert 3 bis 4 Zehntelsekunden. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Und wir können aber schon, nachdem hier diese erste Welle kommt, bewusst darauf reagieren.
Und jetzt stellt sich die Frage, wie ist denn das möglich? Also weil erst mit der dritten Welle werden wir uns hier in dieser Realität bewusst, was wir eigentlich machen. Und danach könnte man eigentlich erst darüber nachdenken und eine Entscheidung treffen. Aber das passiert vorher schon. Und da sagen manche Neurologen, ja, es gibt ein Proto-Bewusstsein, ein Vorbewusstsein oder irgendein anderes Bewusstsein in irgendeiner anderen Domäne. Und das, was wir als eigene Gedanken erleben, sind gar nicht unsere eigenen Gedanken, sondern das ist irgendein anderes Wesen. Und vielleicht ist das auch ja unsere ganze Realität und das Erfahrung der Ich-Identität und so weiter. Vielleicht ist es nur eine Illusion. Diese Meinung teile ich nicht. Was passiert nach meiner Sicht ist, zum Beispiel eine Information wird aufgenommen durch die Augen und bereits in den Augenzellen, das sind ja Biomoleküle, wird über die quantenkritische Phasentransformation die Information direkt an die Quantenfluktuation abgegeben, und zwar an unser Protobewusstsein, an uns, an unsere Seele. Das ist das, was wir sind und wo wir auch jetzt die ganze Zeit sind. Und dort verarbeiten wir diesen Gedanken sehr schnell und dann treffen wir eine Entscheidung, und diese Entscheidung und Emotion, was auch immer, wird dann übertragen über die quantenkritische Phasentransformation an die Neuronen, die hier sind. Und dann in einer ersten, zweiten und dritten Welle schreitet es voran. Und dann werden wir unsere eigenen Entscheidungen, die wir 3 bis 4 Zehntelsekunden vorher getroffen haben, erst dann werden wir uns dessen bewusst, hier in dieser Domäne. Also ich glaube nicht, dass unsere Gedanken von irgendeinem anderen Bewusstsein oder fremden Wesen vorgedacht werden. Das scheint mir nicht richtig. Und ganz interessant zur Abspeicherung von Erinnerungen. Da gibt es auch interessante Informationen zu. Also, eine Information wird übers Auge aufgenommen und geht dann an unser Protobewusstsein. Dort wird die Information verarbeitet. Dann wird sie zurückgeschickt und dann werden die Gehirnzellen zum Feuern angeregt. Und dieses Feuern von Gehirnzellen beinhaltet auch eine Informationsübertragung am synaptischen Spalt. Und wenn diese Informationsübertragung am synaptischen Spalt stattfindet, dann lösen sich hier Moleküle, das sind die ChemK2-Moleküle, diese CaMK2. Und diese ChemK2-Moleküle bewegen sich durch die Axone und durch die Neuronen und docken dann an einer bestimmten Stelle an dem Microtubuli-Strang an und hinterlassen hier also einen hexagonalen Stempel. Und was dieser Stempel macht, ist, er verändert das vibrationsmäßige Verhalten der Microtubulis. Jetzt kann man sich diese Microtubulis vorstellen wie eine Gitarrenseite. Und wenn jetzt hier ein Stempel abgedrückt wird an einer bestimmten Stelle, dann ist es ungefähr so, wie wenn ich mit meinem Finger die Gitarre an einem bestimmten, ja, also an einem Steg reindrücke, und dadurch verändere ich das Frequenzmuster dieses Microtubulis. Und durch die Veränderung des Tons sozusagen schaffe ich nun einen Zugangscode zu der Domäne, wo unsere Erinnerungen wirklich abgespeichert sind. Denn das ist keine echte Erinnerungsabspeicherung, sondern was hier nur geschaffen wird, ist der Zugangscode zu der Domäne, wo unsere Erinnerungen abgespeichert sind. Das heißt, unsere Erinnerungen sind meiner Ansicht nach in der Domäne der Quantenfluktuation abgespeichert. Und diese Microtubules mit dann den entsprechenden molekularen Abdrücken, die stellen nur den Zugangscode zu den Quantenfluktuationen, also den Zugangscode zum Protobewusstsein dar. Deutlich wird es auch nochmal bei Alzheimer-Patienten. Die neueste Forschung zeigen, dass Alzheimer-Patienten haben das Problem, dass sich die Microtubules in den Gehirnzellen einfach auflösen. Und wenn sich die Microtubules auflösen, löst sich der Zugangscode zur Seele, also zum Protobewusstsein auf. Und wenn ich den Zugangscode nicht mehr habe, ja, dann habe ich keine Erinnerung mehr und man fängt an zu sterben am lebendigen Leib. Und ja, irgendwie so ähnlich verhalten sich ja auch Alzheimer-Patienten, zumindest die schweres Alzheimer haben. Das ist furchtbar. Und also ich vermute, dass unser, obwohl ich habe dazu noch eine Folie, und das gehe ich einfach weiter. Genau, also
Genau, also ich komme nur zu folgendem Schluss, dass die Microtubules auch und das Wasser und alle anderen quantenkritischen Biomoleküle, die selbst sind nicht der Bauplan, sondern sie repräsentieren nur das Interface, also den Zugangscode zur Domäne der Quantenfluktuation. Und in der Domäne der Quantenfluktuation existiert unsere eigentliche Ich-Identität, also unser Vorbewusstsein, unser Protobewusstsein. Und Stuart Hameroff schlägt vor, dass da, dort der Sitz unserer Seele ist. Das heißt, unser physischer Körper ist nur ein Interface zum Protobewusstsein. Also, man kann sagen, Microtubuli sind direkt oder stehen im direkten Zusammenhang mit der bewussten Erfahrung. Und jetzt kann man folgende Frage stellen. Da Microtubules und alle anderen quantenkritischen Materialien auf direkte Weise mit der bewussten Erfahrung zu tun haben in dieser thermodynamischen Realität, dann ja, vielleicht können wir jetzt einen ersten Gehversuch starten und definieren, was ist Bewusstsein, was ist unsere Seele, unser Protobewusstsein und was ist eine Emotion und wie stehen die im Zusammenhang? Und jetzt möchte ich einfach mal einen gewagten Schritt in die Richtung tun, auf die Gefahr, dass es ein Schmarrn ist, aber mei, so ist es halt. Wer nichts riskiert, gewinnt nichts. Und genau. Und hier nochmal meine grafische Darstellung. Wir leben aus meiner Sicht eigentlich in zwei Universen, die beide jetzt gleichzeitig hier sind, also die sind überall vorhanden. Und die eine Realität, unsere sichtbare materielle Realität, wird durch diese thermischen Fluktuationen dominiert. Und dieser Aspekt der Realität lässt sich thermodynamisch, also durch die heutige Physik, wunderbar beschreiben. Damit ist ja überhaupt nichts verkehrt. Und entweder bei sehr niedrigen Temperaturen oder bei Materialien, die bei Raumtemperatur eine quantenkritische Phasentransformation durchführen können, können durch Quantenfluktuationen beeinflusst werden und dann kann sich Realität verändern und die sich eben nicht mehr rein durch die Thermodynamik beschreiben lässt. Und so stelle ich jetzt mal die Vermutung auf, unsere Seele, unser Protobewusstsein existiert in der Domäne der Quantenfluktuation, eine superleitende und superfluide Domäne. Und unser physischer Körper existiert ja hier in diesem sichtbaren Universum. Und da habe ich versucht, mal hier eine grafische oder eine bildliche Darstellung zu machen. Also wir fangen mal rechts an. Unser Protobewusstsein, unsere Seele, dort existiert unsere eigentliche Ich-Identität. Das sind wir. Und wir existieren gar nicht in diesem Universum, das wir jetzt hier sehen, sondern wir existieren in der Domäne der Quantenfluktuation. Und wir sind der Pianist. Und die Seele, also der Pianist, der spielt ein Instrument. Und dieses Instrument, das sind die Microtubules, die DNA, Proteine, Proteinfaltung und so weiter. Und diese ganzen Moleküle, das heißt, in der DNA ist gar nicht der Bauplan, sondern die DNA ist das Klavier, das ist das Instrument. Aber die Frage ist, wie wird das Instrument gespielt? Und wer spielt das Instrument? Nun, das Wasser. Deshalb lässt sich das Wasser den Händen des Pianisten gut zuordnen. Das heißt, der Pianist hat eine Idee, unsere Seele hat eine Idee. Und dann wird diese Idee auf die Wassermoleküle übertragen, indem die Quantenfluktuation den frequenzmäßigen Fingerabdruck an den Wassermolekülen verändern. Und je nachdem, wie das verändert wird, kann Wasser eben eine mechanische Stabilität erreichen. Es kann ja sich deformieren, wie auch immer. Wir wissen ja, elektrische Potenziale können mit Wasser, was weiß ich, was machen. Und die Wassermoleküle schieben und sagen dann den anderen Molekülen oder dem Klavier, also dem Instrument, wie es gespielt wird. Und so wird Information und Bewusstsein aus der Domäne der Quantenfluktuation in die observable thermodynamische Realität übertragen. Okay, kommen wir zur nächsten. So, und jetzt möchte ich versuchen zu definieren, was ist unsere Seele, weil wir brauchen Definition, weil wenn wir diese Definition haben, dann geben sich daraus wieder neue Möglichkeiten. Also, ich habe dieses Bild, dass die
dass dieses Protobewusstsein, und damit ja, gebe ich eigentlich nur das wieder, was Stuart Hameroff und Sir Roger Penrose vorschlagen, dass unser Protobewusstsein, unsere Seele in der Domäne der Quantenfluktuation existiert. Eine superleitende und superfluide Domäne. Und über die quantenkritische Phasentransformation der Microtubules, aber eigentlich nicht nur Microtubules, sondern aller Biomoleküle, das ist die Verbindung zwischen der Seelendomäne und der thermodynamischen Domäne. Das heißt, was ist Bewusstsein? Bewusstsein entsteht, wenn wir einen Feedback-Loop haben, einen stabilen Feedback-Loop. Denn die Domäne der Quantenfluktuation ist eine superleitende und superfluide Domäne. Und wenn ich hier mal einen Prozess anschiebe und der läuft wie ein rekursiv fließender Torus, wie so ein Zigarettenring, dann habe ich eine stabile Dynamik. Und diese Dynamik wäre in der Domäne der Quantenfluktuation stabil. Und die Fraktalität innerhalb dieses Torus, diese interne fraktale Struktur, stellt uns dar, ja, die Struktur unserer Seele, unseres Protobewusstseins dar. Das heißt, wir existieren in Wirklichkeit gar nicht in diesem Universum, sondern wir existieren in diesem in der Domäne der Quantenfluktuation. Und wenn man dieses Bild hat, dann ist eigentlich der Ausdruck Inkarnation ist eigentlich ein zu starker Begriff. Eigentlich inkarnieren wir nicht wirklich, sondern wir verschieben eigentlich nur den Fokus unserer Aufmerksamkeit von der Domäne der Quantenfluktuation in die thermodynamische Realität, während wir hier leben, während dieser 90 Jahre oder was auch immer. Und wenn wir sterben, wird einfach nur der Fokus der Aufmerksamkeit wieder zurückgenommen in die Domäne der Quantenfluktuation. Und dann geht es weiter. Also ich glaube, dass das Prinzip der Inkarnation, das ist ein, ja, ich halte das für eine realistische Möglichkeit. Und jetzt Bewusstsein in der thermodynamischen Realität, wie funktioniert das? Also wir haben unsere Ich-Identität, unser Protobewusstsein existiert in den Quantenfluktuationen und diese Information wird übertragen über die quantenkritische Phasentransformation zu den thermischen Fluktuationen und im Gehirn werden elektrische Impulse ausgetauscht und dadurch werden wir uns dieser Situation in dieser thermodynamischen Domäne bewusst. Das heißt, unser Bewusstsein ist eine quantenkritische Spiegelung, eine Reflexion sozusagen. Und so definiere ich auch Emotionen. Also eine Emotion, könnte man es physikalisch beschreiben? Also unser thermodynamischer Körper existiert ja hier in dieser observablen thermodynamischen Realität. Wir machen eine Erfahrung, zum Beispiel ich bin in Afrika in einem Nationalpark, vor mir steht ein Löwe, ich habe Angst. So, jetzt sehe ich den Löwen. Diese Information wird über die quantenkritische Phasentransformation an mein Protobewusstsein übertragen. Dort wird die Information verarbeitet und dort merke ich, oh, um Gottes Willen, ich bin in einer gefährlichen Situation, ich muss was machen. Und diese Information wird jetzt an alle Zellen, nicht nur im Gehirn, sondern an alle Zellen im Körper wieder zurückübertragen. Und das, also Angst, verändert dann die Leitfähigkeit zwischen unseren Zellen. Und das ist das, was wir als dieses Zusammenziehen des Körpers wahrnehmen und als Angst wahrnehmen. Und das heißt, eine Emotion ist eine elektromagnetische Kohärenz, die durch eine quantenkritische Reflexion verursacht wird. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache, und zwar das Phänomen einer Absicht. Wenn der Sitz unserer Ich-Identität in den Quantenfluktuationen ist und unsere Seele, unsere Ich-Identität trifft nun eine Entscheidung, also wir haben eine Absicht, zu gehen irgendwo oder was aufzuheben, wie auch immer, wir haben eine Absicht, dann was ist eine Absicht? Eine Absicht ist ein Phänomen, eine Situation A in eine Situation B zu verändern. Völlig wurscht, was es ist. Und eine Situation A in eine Situation B zu verändern, beinhaltet immer automatisch einen Druckunterschied. Und ein Druckunterschied und eine gebrochene Symmetrie sind identische Phänomene.
So, jetzt sehe ich gerade, oh ja, dass hier mehrere Fragen sind. Entschuldigung, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Sorry. Moment mal, jetzt muss ich hier kurz die Frage durchgehen. So, hier Thomas Quas, Frequenzen, Wellen, Schwingungen, ganz besonders im Wasser nachzuvollziehen, ist eines der wesentlichen Elemente, um einiges zu verstehen. Doch wenn man überlegt, dass das Geheimnis in den Schwingungen liegt, wäre doch interessant, wo und wie Wellen in Schwingungen zerlegt werden, analysiert werden können, um diese offensichtlichen Phänomene und deren Wechsel näher zu kommen. Ja, genau. Ja, das haben Sie ja, weit es geht, im Grunde Ja. jetzt schon alles zusammengefasst. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass Diese das. Schwingungen werden, wie gesagt, ich vermute, gespeichert in den in den Quantenfluktuationen. Okay, hier aus Weidenrinde. Okay, jetzt war ich leider zu spät da, auf was sich das bezieht. Wie funktionieren denn dann die Aufwachmittel? Ach so, ja, genau. Da würde ich, möchte ich empfehlen, die Videos von Stuart Hameroff anzuschauen. Er hat es sehr bildlich dargestellt, denn die Narkosemittel sind inerte Substanzen, die über die Van der Waals-Kräfte an den Microtubules andocken und das Frequenzmuster verändern und die Aufwachmittel verdrängen diese Substanzen mit anderen Stoffen und dann kann dieser 613 Terahertz Peak wieder entstehen und dann ist man wieder wach. Genau, hier Thomas Gottner, deswegen sind vielfältige Tätigkeiten von Musikinstrumente eine sehr gut zur Alzheimer-Prävention. Hochinteressant, wusste ich nicht. Das ist ja, macht ja auch total Sinn, ja. Und Bewusstsein funktioniert nicht wie ein binärer Computer. Es funktioniert wie Musik. Also so speichern wir ab. Und deshalb empfinden wir Musik auch als etwas Schönes. Weil Musik genau die Physik des Bewusstseins spiegelt, um es mal so zu formulieren. Genau, es bleibt immer eine offene Menschen erschaffen, eine fabelhafte Ideenworte zu sagen. Okay, okay, danke schön. Okay, so, jetzt machen wir hier weiter. Genau, das ist eine Sache, die fand ich auch irgendwie lustig. Also ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht etwas, also jetzt, ich lasse jetzt mal meine Fantasie freien Lauf. Also es ist doch schön, man darf ja als Mensch auch mal komplett irgendwie über die Stränge schlagen und fantasieren, aber nehmen wir mal einfach irgendwelche Annahmen. Pass mal auf, also jetzt folgendes: Hier links im Bild, es ist auch von Gerald Pollack aus dem Buch The Fourth Phase of Water. Hier oben haben wir einen Wassertropfen, kleines Wassertröpfchen, und das hat unter 0 Grad, man kann ja Wasser bis auf 40 Grad minus abkühlen, dass es nicht gefriert, also mit reinem Wasser, das nicht erschüttert wird. Das ist kein Problem. Das heißt, wir haben hier Wasser von ungefähr, naja, 3, 4 Grad minus. Und hier unten, jetzt im vierten Bild, hier unten haben wir den gleichen Tropfen, aber in Form von Eis. Und das Eis hat auch so minus 3, 4 Grad minus. So, und während Wasser gefriert, also von minus 3 kalten Grad Wasser zu minus 3 oder etwas wärmeren Eis wird ein kurzer Infrarotblitz abgegeben. Jetzt muss man aufpassen, das ist nicht unbedingt mit Wärme in Grad Celsius zu vergleichen, weil das Infrarotspektrum ist relativ groß. Es wird hier so dargestellt, weil dieser Lichtblitz, der hier abgegeben wird, der ist hier ja gelb und weißlich, und gelb und weißlich wäre über 0 Grad. Das heißt, während Wasser zu Eis wird, gibt es einen Infrarotblitz ab, das scheinbar eine Temperatur von über einem Grad Celsius enthält. Da wäre ich vorsichtig, aber interessant ist, es wird ein Infrarot-Flash abgegeben. Und was passiert bei diesem Phasenübergang? Es ist ja ein Phasenübergang von flüssig auf fest, und das müsste auch eine Veränderung beinhalten, was den Zugang zu den Quantenfluktuationen betrifft. Flüssiges Wasser sollte einen guten Zugang zu den Quantenfluktuationen haben, denn die Quantenfluktuationen könnten ja bei flüssigem Wasser viel besser die Wasserstoffbrücken steuern und das Verhalten von Wasser steuern. Dagegen, wenn Wasser gefroren ist, also in eine festere Matrix eingebunden ist, da tun sich die Quantenfluktuationen schwerer. Das heißt, wir haben hier möglicherweise eine quantenkritische Phasentransformation.
Und wenn eine quantenkritische Phasentransformation stattfindet, entsteht dieser, ja, dieser Flash, diese Energie, die abgegeben wird. Und diese Energie, die hier abgegeben wird, speist sich möglicherweise nicht aus thermischen Fluktuationen, sondern aus Quantenfluktuationen. Nur mal so eine gewagte Annahme. So, das lasse ich jetzt einfach mal so als Information stehen. So, was wir jetzt hier in der Mitte haben als Bild, ist eine Eizelle, die gerade befruchtet wird. Und das ist, glaube ich, die erste Aufnahme überhaupt, die davon gemacht wurde. Und in dem Moment, wenn die Eizelle befruchtet wird und der DNA-Code der Spermienzelle sich verbindet mit dem DNA-Code der Eizelle, dann entsteht ein neues Instrument, also ein neues DNA-Konglomerat. Und diese Verbindung, diese neue DNA-Verbindung hat nun Zugang zu einem anderen Muster innerhalb der Quantenfluktuation und das müsste auch eine quantenkritische Phasentransformation beinhalten. So, und das ist jetzt ein ganz kurzer Film hier, der dauert auch nur so hier eine Minute. Jetzt versuche ich den mal hier wieder zum Laufen zu bringen, aber ich versuche es mal so. Ja, okay, das ist jetzt der Moment, wo die Eizelle befruchtet wird von einer Spermienzelle und jetzt schaut mal, was passiert. Also hier wird auch ein Infrarot-Flash abgegeben im Moment der Befruchtung. Jetzt nehmen wir mal an, wenn sich diese beiden DNA-Muster verbinden, weil die unbefruchtete Eizelle, die vermehrt sich ja nicht, aber die befruchtete Eizelle kann sich vermehren. Und warum kann sie sich jetzt vermehren? Weil sie Zugang hat zu einem Informationsmuster in den Quantenfluktuationen und jetzt ist die erste Stufe der Inkarnation sozusagen durchgeführt. Und in dem Zusammenhang werden Zinkionen hier auch abgegeben und diese Zinkionen verhindern, dass weitere Spermien eindringen können. So, jetzt nehmen wir mal an, jetzt haben wir hier ein neues Muster, eine neue DNA-Verbindung und die strahlt nun ihr Signal in der Domäne der Quantenfluktuation ab. Jetzt nehmen wir mal an, diese, was Buddhisten glauben, dass es Seelen gibt und und das Phänomen der Wiedergeburt, der Inkarnation. Jetzt könnten, also ich denke jetzt mal ganz frei, andere Seelen, die sehen jetzt dieses Signal, oh Moment, hier ist eine neue DNA-Verbindung, hier wächst ein Lebewesen heran, resoniert meine Seele mit diesem thermodynamischen Körper oder nicht? Und so könnte eine Seele sich sich diese befruchtete Zelle heraussuchen und sagen, okay, ich resoniere damit, ich schaue mir das mal an. Und ich glaube, im Hinduismus, da gibt es auch verschiedene Angaben, im Hinduismus sind es, glaube ich, nach 40 Tage nach Befruchtung inkarniert dann eine neue Seele in den Fötus und so weiter. Und dann bei der Geburt wird dann der letzte Schritt der Integration der Seele in diesen Körper durchgeführt. Also nach 40 Tagen, wenn dann, es wäre interessant, ob man sowas filmen könnte, das wäre natürlich cool, ob man dann diese erste Stufe der Inkarnation auch durch einen Infrarotflash sichtbar machen kann und ob sich bei der Geburt eines Kindes auch nochmal ein bisschen die Temperatur verändert aufgrund einer quantenkritischen Phasentransformation. Das wäre interessant. Dann könnte man noch besser physikalisch nachvollziehen, wie dieser Prozess der Inkarnation funktioniert. So, und hier rechts, das ist von Konstantin Korotkov. Also ich habe nur diese eine Angabe gefunden, ob das jetzt wissenschaftlich gut gemacht ist, kann ich nicht sagen, aber es ist eine Information, die ist da, also absolut ohne Gewähr. Hier ist ein toter Körper, der gerade, also ein Körper, Entschuldigung, der gerade stirbt. Und in dem Sterbevorgang, in diesen 2, 3 Minuten, gibt der Körper ein Infrarotsignal ab. Er wird kurz wärmer, wenn die Seele den Körper verlässt. Und das würde sich wieder durch eine quantenkritische Phasentransformation des Wassers erklären. Und so wird beim Aufnehmen ja ein Lichtblitz abgegeben und hier beim Sterben wird dann auch wieder Wärme vom Körper abgegeben. Gut, das sind jetzt Zusammenhänge, das ist sehr gewagt, keine Ahnung. Ich wollte es einfach mal so darstellen, wer weiß, vielleicht ist ja was dran. Okay, jetzt möchte ich, jetzt, ich habe nur noch
drei Folien. Und dann haben wir es auch schon. Jetzt möchte ich kurz noch zwei, drei andere Sachen ansprechen, die ich in diesem Zusammenhang interessant finde. Und zwar, es gibt ja diese Nahtoderfahrungen. Und da bin ich auf eine Kategorie von Nahtoderfahrungen gestoßen, nämlich von Nahtoderfahrungen von Atheisten. Und jetzt schränke ich das noch weiter ein. Und zwar geht es mir um Nahtoderfahrungen von Atheisten, die eine ganz negative Erfahrung hatten innerhalb dieser 10 Minuten oder wie lange auch immer, während sie tot waren. Und jetzt gibt es noch eine Unterkategorie von diesen Leuten. Und zwar in dieser Situation, wo sie diese Erfahrung haben, da sind ganz negative, bösartige Wesenheiten um sie herum und sie wollen unbedingt da raus und es ist wirklich die Hölle auf Erden. Ich habe mir da einige Videos zu angeschaut und diese Leute oder manche von denen haben dann darüber nachgedacht, um Gottes Willen, wie komme ich aus dieser Situation raus? Und dann haben sie sich daran erinnert, was hat denn meine Mutter oder mein Vater damals gesagt? Tu das Richtige und ja, und wenn die Eltern eben Christen sind, ja, dann kann es eben sein, dass die Mutter oder der Vater gesagt hat, du, ja, Jesus Christus ist der Erlöser, er wird dir helfen. Und wenn diese Leute, und das ist, finde ich auch interessant, wenn diese Leute in dieser Situation eine ganz negative Erfahrung haben und dann an Jesus Christus denken und diesen Namen sagen, dann gehen diese negativen Wesenheiten weg. Und wie ich das erste Video gesehen habe, komm, ich habe gedacht, du spinnst doch, das kann doch nicht sein. Und dann bin ich da eingestiegen und ich habe das bestätigt gefühlt. Also ich bin im Alter von 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten. Meine Eltern sind wenig religiös und ich bin nicht so aufgewachsen, aber ich hatte immer eine neutrale Haltung zu dem. Und wenn man solche Fälle recherchiert, muss man natürlich sich schon die Frage stellen, kann es sein, dass es dass Jesus Christus ein Mediator ist zwischen dieser Domäne der Quantenfluktuation und thermischen Fluktuationen und eine Art Guide ist, der ihm hilft, den richtigen Weg zu finden und wie diese Übertragung, wenn man stirbt, dann trennt man sich ja von dem thermodynamischen, observablen Körper und der Fokus der Aufmerksamkeit wird wieder zurückgezogen in die Quantenfluktuation und vielleicht ist Jesus Christus einer dieser Botschafter, die einem helfen, den ja hier in der Domäne der Quantenfluktuation, also im Jenseits zu navigieren. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, kann es sein, dass die großen Architekten, also dieses Konzept von Gott, in der Domäne der Quantenfluktuation existiert? Und dieser Gedanke, der ist eigentlich ganz naheliegend und der wurde auch von Stuart Hameroff schon mehrfach ausgesprochen. Denn normale thermodynamische Teilchen, ob es jetzt Elementarteilchen sind wie Elektronen oder irgendwas anderes, irgendwer sagt doch den thermischen Fluktuationen jetzt in diesem Moment, wie sie sich strukturieren sollen. Und diese Information muss von irgendwoher kommen. Das heißt, vielleicht ist jedes reale Teilchen in sich in einem Art quantenkritischen Zustand oder in einer quantenkritischen Phasentransformation und jedes Atom, jedes Proton erhält jetzt in diesem Moment Informationen aus der Domäne der Quantenfluktuation, dass bestimmt in diesem Raumvolumen strukturieren sich jetzt die thermodynamischen Teilchen so, dass wir eben hier ein Goldatom jetzt haben und hier ein Nickelatom oder was auch immer. Das ist eine Sichtweise, die ja, kann Sinn machen. Okay, hier noch jetzt, das ist die drittletzte Folie. Ja, genau. So, kurz über Astrologie. Ich halte von der Astrologie nicht viel, aber es ist ein interessanter Gedanke dazu. Es gibt in unserem Sonnensystem Planeten und diese Planeten strahlen ein Gravitationsfeld ab. Das heißt, je nach Position der Planeten haben wir in unserem Sonnensystem einen gewissen gravimetrischen Fingerabdruck. Der ist vorhanden, auch wenn das Gravitationsfeld vom Mars oder von Uranus auf der Erde nicht stark ist. Es läuft 24 Stunden am Tag und es ist messbar. Also es ist da. Nun, wenn die Gravitation in der Domäne der Quantenfluktuation existiert, so wie man es aus dem Bereich der Quantum Gravity kennt, und unsere Seele existiert auch in den Quantenfluktuationen,
dann wäre es zumindest denkbar, dass dieser gravimetrische Fingerabdruck in unserem Sonnensystem einen Einfluss auf unser Protobewusstsein, auf unsere Seele hat. Und wenn das der Fall ist, und ich erinnere mich, Stuart Hameroff erwähnt das sogar an einer Stelle, dass minimale Veränderungen in der Raumzeitkrümmung einen Effekt auf die Microtubule-Oszillation haben können. Und ja, unter diesem Aspekt wäre es schon denkbar, dass die Astrologie bestimmte Tendenzen in einer Persönlichkeit beschreibt. Ich wollte es einfach nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Genau, so, jetzt kommen wir zur vorletzten Folie. Ganz spannendes Phänomen, es geht um Geister. Und im März 2011 gab es diesen Tsunami in Japan. Und im Anschluss gab es eine Geisterepidemie. Die wurde auch akademisch untersucht. Und es gibt eine Netflix-Serie Unsolved Mysteries, und die Folge heißt Tsunami Spirits. Da wird auch gezeigt, was da vorgefallen ist und was für Fälle es dort gab. Und es gibt hier dieses Buch von Richard Lloyd Parry, Ghosts of the Tsunami, ist ein absolut reales Phänomen. Und wenn jetzt unsere Seele in den Quantenfluktuationen existiert und ich sterbe jetzt sehr abrupt und krieg gar nicht mit und verstehe auch gar nicht, was passiert, dann akzeptiert die Seele es nicht, dass sie tot ist. Die möchte weiterleben. Und solche Seelen wandern weiter herum und suchen den Kontakt und den Anschluss hier an diese thermodynamische Realität. Und weil alles so schnell geht, ist ihnen gar nicht klar, dass sie gestorben sind. Und hier gibt es Fälle, und völlig verrückt, wie das rausgekommen ist. Hier gibt es Fälle von Toten, die ihre Verwandten besucht haben und sich mit denen hingesetzt haben auf eine Tasse Tee, und dann sind sie wieder aufgestanden und haben ein feuchtes Kissen hinterlassen und dann waren sie weg. Aber die Familie hat diese Person gesehen, also die Person war da. Aber solche Geschichten werden dann oft nicht geglaubt und belächelt. Und hier gibt es eine Kategorie von Geistersichtungen oder Geisterinteraktionen, und zwar mit Taxifahrern. Und es ist passiert oder ist oft vorgekommen, dass eine Seele mit einem Taxi ein Taxi nimmt, steigt ein ins Taxi, Tür auf, Tür zu. Die fahren eine halbe Stunde zu einer Adresse, die gar nicht mehr existiert. Und auf dem Weg zu dieser Adresse verschwindet plötzlich die Seele, die löst sich einfach in Luft auf. So, die Taxifahrer, die bekommen den Schreck ihres Lebens, brauchen oft psychologische Betreuung im Anschluss. Und auch das, darüber wollen die gar nicht sprechen, aber sie mussten darüber sprechen. Und der Grund, weshalb sie darüber sprechen mussten, ist, öfter gab es längere Fahrten von Geistern, die im Taxi gefahren sind. Und das Problem war, wer zahlt die Rechnung? Und dann fragt der Chef: Hey, Moment mal, du bist hier eine halbe Stunde gefahren, was ist denn hier los? Und sagt er: Ja, da war jemand drin, der löst sich in Luft auf. Come on, man, you're joking. Und so kam das langsam raus. Und da hatte eine junge Studentin, diese Yuka Kudo von der Tohoku Gakuin University, die hat ihre Graduate Thesis im Bereich Soziologie darüber geschrieben, und die hat da viele Taxifahrer interviewt. Und das Phänomen ist ein weit verbreitetes Phänomen gewesen nach diesem Tsunami. Und man kennt solche Geschichten auch nach dem Tsunami da in, wo waren das, in Thailand oder wo? Da. Genau, okay, so jetzt kommen wir zur letzten Folie, zur berühmt-berüchtigten letzten Folie. Folgendes: Ich bin der Meinung, dass man Energie nur definieren kann oder eine bessere Definition von Energie liefern können, wenn wir das Phänomen Bewusstsein und das Phänomen einer Absicht mit einbeziehen. So, vielleicht jetzt gehen wir mal kurz zur Grafik hier unten oder zu dem Bild hier unten. Und in den ersten Vorträgen habe ich ja gezeigt, wie meine Wahrnehmung aussieht bezüglich Energie in einem Stromkreislauf. Also hier haben wir ein Elektron oder zwei, also dargestellt als Segelboot, und hier haben wir das elektrische Feld, das ist ein Potentialfluss.
Und wenn das elektrische Feld das Segelboot anschiebt, wandelt das Segelboot den Wind in Wellen um und das Elektron macht das Gleiche. Es wandelt den Potentialfluss in Licht und Wärme um. Und während dieses Potentialfluss-Umwandlungsprozesses erhalten die Potenziale einen observablen Charakter. Und genau, ich sehe ja nur das Licht in dem Glühdraht. Dort sehe ich es mit dem Auge. Und während das Licht vom Glühdraht irgendwo anders hinläuft, also durch den leeren Raum läuft, sehe ich es ja nicht. Da ist ja Licht eine non-observable und liegt als virtuelles Photon vor. Und da eben das elektrische Feld als eine gebrochene Symmetrie dargestellt oder ja, dargestellt werden kann und Licht und Wärme auch als eine gebrochene Symmetrie, kann ich als Definition von Energie sagen, Energie ist die Umwandlung von einer gebrochenen Symmetrie in eine gebrochene Symmetrie. Soweit, so gut. Jetzt ist aber die Frage, die noch offen ist, wer veranlasst denn diesen Prozess? Und das ist nämlich jetzt genau der Knackpunkt, wo es immer hängt. Wer diesen Prozess initiiert, ist Bewusstsein. Bewusstsein hat eine Absicht. Und eine Absicht ist das Phänomen, eine Situation A in eine Situation B zu verändern. Und eine Veränderung von einer Situation A in eine Situation B beinhaltet einen Druckgradient und ein Druckgradient ist identisch mit einer gebrochenen Symmetrie. Und wie der Nobelpreisträger T.D. Lee sagt, eine gebrochene Symmetrie wandelt etwas Virtuelles in etwas Observables um. So, und jetzt mit dem im Hinterkopf, können wir definieren, was Energie ist. Also Bewusstsein hat eine Absicht. Und wir über diese Absicht, also über diese gebrochene Symmetrie, wird der Fluss der Zeit, also diese virtuellen Teilchen, in die observable Blume des Lebens strukturiert. Und das ist das, was wir als observable Realität um uns herum sehen. Ja, das ist wahrscheinlich bestimmt ein Vortrag, den man lange diskutieren kann. Und genau, das einfach mal als Inspiration mal in eine neue Denkrichtung, eine neue Denkrichtung einzuschlagen. Und ja, ich bin am Ende meines Vortrags. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Super, vielen Dank, lieber Markus. Ja, habt ihr Fragen dazu?